Die Aktienkurse an der Wall Street steigen immer weiter. Wie lange kann das noch gut gehen? Erzeugt die Fed eine neue Blase? Das ist die Frage, die wir heute versuchen wollen zu beantworten. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Marktupdate. Mein Name ist Max Winke und bevor wir starten, kommen wir zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten sich natürlich bewusst sein. Und ich betone wie immer an dieser Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir beginnen wie immer mit den wichtigsten Nachrichten. Die Fed hat in der vergangenen Woche das Inflationsziel auf durchschnittlich angepasst. Die US-Indizes, die steigen auf neue Höchststände. S&P 500 und Nasdaq erreichen weitere Rekordstände. Und heute ist auch nochmal ein wichtiger Termin für den Dow Jones, da es eben einige Anpassungen gibt. Wir haben einmal den Aktiensplit von Apple im Verhältnis 4:1 und wir haben nochmal drei Unternehmen, die ersetzt werden. Ansonsten gemischte Daten aus Asien haben wir heute früh gesehen. Wir hatten einen starken Einkaufsmanager-Index aus China für den Dienstleistungssektor, während die japanischen Einzelumsätze schwächer waren als erwartet. Ansonsten Trump gewinnt, wie man in der Grafik sehen kann, wieder etwas an Boden gegenüber gegenüber Biden. Und wir haben natürlich jetzt noch 2 Monate vor uns bis zu den Präsidentschaftswahlen. Wir sehen also, dass es hier eben wieder knapp wird. Trump kann aufholen und mal schauen, ob Trump letztendlich diesen Kurs, diesen Aufholkurs eben aufrechterhalten kann. Ansonsten, was die Entwicklung an den Märkten angeht, Silber steigt heute recht stark. Ansonsten Nikkei kann sich von den Rückgängen vom Freitag erholen. Das waren so die Highlights von heute Morgen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, erzeugt die Fed eine neue Blase, und fangen erstmal an mit den Kommentaren und Aussagen vom Fed-Chef Jerome Powell, letzte Woche bekommen haben, nämlich in Jackson Hole, das einjährige Treffen. Die Fed hat nämlich ihr Inflationsziel geändert. Die 2%, die gelten jetzt eben als durchschnittliches Inflationsziel, und das bedeutet, dass die Fed, sobald die Inflation über das 2%-Ziel hinausschießt, die Zinsen für einige Zeit nicht erhöht werden. Und darüber hinaus wird die Fed auch nochmal nicht auf den starken Arbeitsmarkt reagieren, es sei denn, der Arbeitsmarkt trägt zu einer höheren Inflation bei. Letztendlich die Kernaussage, die wir bekommen haben, seitens der Notenbank in den USA, ist, dass man erstmal die Nullzinspolitik fortsetzen wird und das eben für viele Jahre. Hier sieht man nochmal in der Grafik, dass die Fed in der Vergangenheit echte Probleme hatte, die Inflation, also die den Verbraucherpreisindex von 2%, also das Inflationsziel zu erreichen von 2%. Wir sehen einmal hier in Blau und in Grau die Verbraucherpreise, einerseits die Headline, also die Gesamtinflation in Blau, und einmal in Grau nochmal die Kernwerte. Die PCE-Inflation, das ist aber die bevorzugte Messung, und da hatten wir noch niedrigere Niveaus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie die Zentralbank natürlich mit der Situation umgeht. Aber wenn man natürlich, die Zentralbank möchte eine höhere Inflation, das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass es eben ja auch gelingen wird, ein höheres Preisniveau zu erreichen. Und die Frage ist natürlich, kann ein höheres Preisniveau, eine höhere Inflation überhaupt erreicht werden? Also eine höhere Inflation sollte ein gesundes Wirtschaftswachstum ermöglichen. Das Problem ist, dass die Geldpolitik nach Erreichen eines bestimmten Punktes ineffektiv wird. Und Japan ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Bank of Japan, also die Zentralbank in Japan, die hat mittlerweile die Hälfte der Schulden des Landes aufgekauft. Und ist zum jetzigen Zeitpunkt auch der Hauptaktionär am Aktienmarkt.
Und ja, letztendlich Japan, wie wir sehen, kämpft ja weiterhin mit einer Stagnation. Und eine solche Geldpolitik könnte möglicherweise sogar schädlich sein, weil es eben zu einer Fehlallokation von Kapital kommen kann. Und hier sieht man nochmal sehr schön in der Grafik, dass Japan ein Beweis dafür ist, dass eine Änderung des Inflationsziels letztendlich ja nicht zwangsweise zum Ziel führt. Muss man mal schauen, ob ja letztendlich ja ein Anstieg des Preiswachstums überhaupt möglich ist in nächster Zeit. Erzeugt die FED eine Blase aufgrund dieser ja, Nullzinspolitik und der unglaublichen Bilanzausweitung ermutigt die FED natürlich die Anleger dazu, hohe Risiken einzugehen. Und hier oben sehen wir einmal den Vergleich oder das Verhältnis von Aktien zu BIP. Und da sehen wir eben, dass das eben so hoch ist wie noch nie zuvor. Und es ist möglich, dass dieses Verhältnis auch über einen sehr langen Zeitraum über diesem Durchschnitt bleibt. Aufgrund dessen, dass wir eine unglaubliche Dominanz haben seitens der Tech-Firmen oder der Technologiebranche in den USA und natürlich auch aufgrund der anhaltend niedrigen Inflation. Was aber auch berücksichtigen muss, ist, dass es eben Abweichungen gibt vom Trend. Das sieht man in der zweiten und dritten Grafik. Und das heißt, hier ist natürlich eine steigende Gefahr, dass natürlich die Aktienmärkte eben stark korrigieren und das Ganze könnte vielleicht eben auch relativ plötzlich passieren. Also es ist eine sehr, sehr große Herausforderung, natürlich überhaupt so einen Wendepunkt vorherzusagen, sehr, sehr schwierig. Und erschwert wird das Ganze natürlich auch, dass wir eben hier ja bei dem Verhältnis hier oben ein Niveau erreicht haben, was wir bisher eben noch nicht kannten. Ob das jetzt verzerrt wird durch bestimmte Faktoren oder nicht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber aus der Perspektive sind wir letztendlich hier in einem Bereich, den wir bisher eben so noch nicht erfahren haben. So, wie sehen denn jetzt genau die Anzeichen eines überkauften Marktes aus? Wir haben auf der linken Seite einmal einen rekordhohen Optimismus bei den Investoren. Und auf der rechten Seite sehen wir, dass wir eine Rekordzahl hatten, was die positiven Handelstage angeht, und zwar für den Monat August. Und hier schauen wir nochmal auf das Put-Call-Verhältnis für den S&P 500, also am Optionsmarkt. Und da sehen wir eben, dass das ein Rekordtief erreicht hat. Das bedeutet letztendlich, dass sehr, sehr wenige Anleger oder Investoren ihre Aktienanlagen gegen einen sehr plötzlichen Rückgang absichern. So, die Stimmung ist also trotz dieser sehr hohen Bewertung sehr gut. Und wir haben hier nochmal einen Stimmungsindikator von XTB, das ist ein älteres Modell. Und nach dieser letzteren Berechnung erreichte der den höchsten Stand in seiner Geschichte seit der Aufzeichnung 2003. Und das ist jetzt nochmal, ja, natürlich auch nochmal interessant zu sehen, wie natürlich auch das hohe Niveau gehalten wird, was man eben an der rechten Seite sieht. Wir sehen, wir haben extreme ja, Bereiche erreicht. Was natürlich jetzt auch nochmal, wir müssen das natürlich auch in Relation setzen, ins Verhältnis, obwohl wir eben hier auch einbezogen haben, den die AAII-Messung. Also das ist ein Index, eine Umfrage, wo der Wert in der Regel sehr, sehr bärisch oder sehr bärisch eingestellt ist. Und der Indikator, der wird von extrem von oder der Indikator, den wir jetzt hier sehen, der wird eben von extrem positiven wirtschaftlichen Überraschungen letztendlich ja beeinflusst oder eben auch verzerrt. Wir haben also dieses extreme Put-Call-Verhältnis und wir haben auch diese starken Abweichungen vom Trend, die wir oben in der Grafik gesehen haben. Also hier gibt es natürlich gewisse Verzerrungen, die eben dazu führen, dass natürlich auch diese Indikatoren auf extremen Bereichen bleiben. So, wir schauen jetzt nochmal auf ein paar andere Verhältnisse, nämlich das Kurs-Umsatz-Verhältnis.
beim S&P 500. Und da sehen wir eben auch weitere Rekordniveaus. Wir haben einmal auf der linken Seite das Forward-Verhältnis, also letztendlich die zukünftig zu erwartenden Ergebnisse, und auf der rechten Seite das Trailing-Verhältnis, also Trailing-P&S. Das bezieht sich eben auf die Vergangenheit, also die letzten 12 Monate. Und da sehen wir eben auch Extremwerte, extreme Anstiege, und das ist natürlich auch als Warnsignal zu sehen. So, wir wollen auch nochmal gucken, wie wir den Kursverlauf selbst natürlich einzuordnen haben. Und wir haben ja so einen richtigen Spike gesehen, wenn man das große Bild betrachtet. Entschuldigung. Und zwar sehen wir hier oben in grün den Verlauf des S&P 500, historisch betrachtet, einige Jahrzehnte. Und da haben wir wirklich einen sehr, sehr kräftigen Anstieg gesehen. Und der Anstieg vom Tief der letzten 12 Monate, der war in der Geschichte nur zweimal größer. Nämlich zu Beginn, und das sehen wir hier unten, zu Beginn der Rallye Anfang der 80er Jahre und dann nochmal im Jahr 2009. Und in beiden Fällen haben wir, und das sieht man hier der mittleren Grafik, der rote Kursverlauf, da haben wir Rückgänge von über 50% erlebt. Also wir hatten hier nochmal einen Rückgang und hier den kräftigen Rückgang. Und ja, diese Rückgänge, ja, also die haben dafür gesorgt, dass die Bewertung von dieser Rallye auf Rekordtiefs gebracht worden sind. Das haben wir zum Beispiel gesehen vorhin bei dem Verhältnis von S&P 500 zu BIP. Und das haben wir beispielsweise nicht gesehen im Jahr 2020. Das war eben da nicht der Fall. So, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, und wir werden natürlich auch nochmal hier uns die Charts ein bisschen näher anschauen. Also die Fed hat ihr Inflationsziel angepasst und verspricht weiterhin für eine ja, gewisse Zeit, viele Jahre eine Nullzinspolitik. Eine solche Politik, Geldpolitik ist in Bezug auf die Wirksamkeit fragwürdig. Und da haben wir uns ja eben mal den Fall in Japan angeschaut, und der natürlich auch darauf hindeutet, dass das eben letztendlich ja, gescheitert ist. Und die Fed mutigt jetzt dazu, große Risiken einzugehen aufgrund der rekordtiefen Zinsen. Und Aktienkurse und Edelmetallpreise steigen natürlich unter solchen Umständen. Aktien sind extrem überbewertet, wie wir gesehen haben. Und es gibt eben auch viele Warnsignale im Vergleich zu BIP und natürlich auch bei den Umsätzen. Also wir haben es ja eben nochmal das Kurs-Umsatzverhältnis angeschaut. Und das gilt natürlich sowohl für einzelne Aktien als auch für die Indizes insgesamt. Also die Indizes sind extrem überkauft, und daher ist das Risiko eines größeren Rückgangs natürlich ja umso größer. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass die Wetten gegen den ja gegen einen ja, blasenartigen Bullenmarkt sehr, sehr riskant sind. Und alternativ könnte man auch in Erwägung ziehen, sich dem Trend natürlich nach einem stärkeren Rückgang anzuschließen. Wir hatten auch in der Vergangenheit, beispielsweise in den Jahren 2010 und 2011, sehr, sehr starke Korrekturen. Das heißt, wenn wir solche Muster nochmal erkennen sollten, auch im größeren Bild, dann wäre das vielleicht eben nochmal ein Grund zu kaufen, zumindest aus der technischen Perspektive. Und wir schauen uns jetzt nochmal hier den S&P 500 an. Wir fangen mal mit dem Monatschart an. Wir haben also, und jetzt ist der 31.8., das heißt der letzte Handelstag für diesen Monat, 5 Monate in Folge mit kräftigen Anstiegen. Wir haben uns weiter nach Norden arbeiten können. Wir haben in der letzten Woche einige neue Rekordstände Tag für Tag erreicht, und die Aufwärtsbewegung hat sich sogar nochmal deutlich beschleunigt, wie wir eben bei der letzten Kerze gesehen haben. Das heißt, im Tagesschart schauen wir mal auf den letzten wichtigen Impuls. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bullische Kerzen heute nach oben höher eröffnet, und während der Asiensitzung haben wir so ein bisschen nachgegeben. Der 30-Minuten-Chart zeigt, dass wir das Gap nicht
geschlossen haben, wir aber einen Großteil der Gewinne abgegeben haben und jetzt in einer Seitwärtsphase verharren. Das heißt, in der Momentaufnahme ist das vorerst als korrektive Bewegung zu sehen, so etwas, was wir ja eben auch immer wieder gesehen haben. Das ist ganz natürlich, dass der Markt irgendwann nach einem starken Aufwärtsimpuls eben wieder nachgibt. Das ist immer eine gute Chance für einen weiteren Anstieg oder eine Spekulation auf eine Trendfortsetzung. Das Problem ist natürlich, dass auch kurzfristig wir einen sehr langen oder bereits sehr lang anhaltenden Trend beobachten können. Das heißt, irgendwann muss der Markt natürlich auch mal eine stärkere Korrekturbewegung vornehmen. Das heißt, dass der Markt irgendwann mal einen Teil dieser Bewegung korrigiert. Und wir zeichnen hier mal ganz kurz diesen Trendkanal ein. Also die Dynamik, die war sehr, sehr schön auf der Oberseite, aber irgendwann könnte der Markt natürlich auch mal zu einer Korrektur ansetzen. Das wäre natürlich und dabei würde eben auch der Markt erstmal nicht seinen Trend umkehren. Das heißt, kurzfristig wäre also das Szenario, dass man versucht, sich dem Trend nochmal anzuschließen, zumindest solange der Markt eben wichtige Bereiche eben nicht unterschreitet. Wichtige Unterstützungsmarken müssen natürlich halten und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann könnte sich eben an der Trendstruktur zumindest kurzfristig etwas ändern. Ob eine Trendumkehr kurzfristig auch im großen Bild in einer Trendumkehr ja oder zu einer Trendumkehr im großen Bild führt, das kann man natürlich nicht immer vorhersagen, aber das wäre natürlich ein erstes frühzeitiges Warnsignal und da würde ich mich eben auf die 3.500-Punkte-Marke konzentrieren. Hier gibt es einerseits oberhalb einen wichtigen Widerstand natürlich für die Bären. Wir haben hier nochmal das offene Gap. Wir haben hier einige Marktreaktionen gesehen. Das Ganze stimmt dann auch nochmal mit dem 100er EMA überein im 30-Minuten-Chart. Also wenn das eben nicht halten sollte und man nachhaltige Durchbrüche sieht, dann haben eben die Bären wieder ganz klar einen Vorteil. Solange das nicht passiert, spricht man lediglich von Korrekturbewegung und da besteht immer die Chance, dass die Bullen sich hier nochmal sammeln und dann vielleicht eben nochmal versuchen anzugreifen für ein neues Allzeithoch. Schauen wir mal auf den deutschen Leitindex und hier sehen wir, fangen wir mal mit dem Tageschart an. Der Markt konnte sich Ende der letzten Woche oberhalb der 13.000-Punkte-Marke eben halten. Wir haben hier auch nochmal eine Annäherung gesehen an so eine Abwärtstrendlinie, die wir auch schon kannten, aufgrund ja, des Nach-Corona-Hochs und der tieferen Hochs. Aber es hat sich hier eben auch eine neue Aufwärtstrendstruktur abgezeichnet und nach dem höheren Schlusskurs oder beziehungsweise dem Schlusskurs oberhalb der 13.000-Punkte-Marke am Freitag gab es eben wieder etwas Hoffnung auf eine Trendwiederaufnahme und möglicherweise, dass der Markt hier eben ein neues Tief ausgebildet hat. Also bisher, die Handelssitzung am Montag, also heute, war noch nicht so ganz überzeugend. Wir schauen aber mal auf die kleineren Zeiteinheiten, was wir da rauslesen können. Wir sehen im 4-Stunden-Chart eine SKS-Formation, die auch ja, ein Thema war in der letzten Woche aufgrund der rechten Schulter. Wir haben hier die Nackenlinie hier unten, die wurde auch ein paar Mal getestet. Stimmt mit der 13.000-Punkte-Marke überein. Letztendlich kam sie aber nur zu zwei oder eben auch drei Tests. Dabei blieb es dann auch und wir haben Ende der Sitzung am Freitag, das war die letzte Kerze, haben wir hier einen Bullish Engulfing ausgebildet. Und das war eine ganz gute Grundlage für einen Anstieg, zumindest aus einer technischen Perspektive. Wir haben heute Nacht höher eröffnet, uns etwas seitwärts bewegt, haben einen Teil der Gewinne, der Intraday-Gewinne wieder abgegeben, das Gap geschlossen und versuchen uns jetzt wieder hier weiter in Richtung Norden zu arbeiten. Das heißt, kurzfristig haben wir möglicherweise eine neue Trendstruktur. Wir müssen natürlich nochmal das heutige Intraday-Hoch überwinden und stoßen dann natürlich hier oben auf starken Widerstand.
Und zwar ist es der Widerstand zwischen 13.160 und 13.190 Punkten. Da hatte der Markt seit dem 25.8. immer wieder mal zu kämpfen. Und nachdem wir diesen Bereich auch unterschritten haben, ist das eben die Schlüsselmarke auf der Oberseite. Also ein Durchbruch ist hier notwendig, um Aufwärtspotenzial freizusetzen in Richtung nach Corona hoch, 13.300 Punkte. Und dann geht es auch schon wieder in Richtung Allzeithoch. Wir sehen aber, ja, die Bullen können sich noch nicht so ganz durchsetzen, das überzeugt noch nicht so ganz. Und unterhalb von 13.090 Punkten und unterhalb des 100er EMAs könnten eben die Bären wieder übernehmen. Ob es dann eben zu sehr, sehr starken Einbrüchen kommt, kleinere Korrekturbewegungen, das kann man natürlich nicht genau vorhersagen, aber hier unten ist eben davon auszugehen, dass die Bären eben den Druck erhöhen. Und entweder kommt es hier zu kleinen Rücksetzern oder es kommt dann vielleicht eben auch mal zu stärkeren Abwärtsbewegungen. Wichtig ist, dass man natürlich immer weiß, wo wir uns im größeren Bild eben befinden. Und da muss man eben auch mal nach Umkehrsignalen, potenziellen Umkehrsignalen Ausschau halten. Das Ganze kann man natürlich dann eben schön in den in den Handel einbeziehen, wenn man eben versucht, in kleineren Zeiteinheiten dann eben Positionen zu beziehen und sich eben hier zu positionieren und seine täglichen Punkte mitzunehmen. So, wir kommen jetzt nochmal auf den Devisenmarkt zu sprechen, und zwar zu den Transaktionen, was die Ausgaben angeht. Die Kartentransaktionen, die sind immer noch unter dem Vorkrisenniveau, wie man hier sieht. Langsame Erholung, wir nähern uns dem Vorkrisenniveau, bleiben aber eben noch darunter. Und wir sehen jetzt eben auf Jahresbasis oder im Vergleich zum Vorjahr, dass wir eben hier noch weiter einen Rückgang beobachten können. Der E-Commerce, der ist vermutlich jetzt die Rettung in dieser sehr verrückten Zeit. Und in den letzten Wochen war der physische Einkauf etwa 20% niedriger als in der Zeit vor der Pandemie. Und was auch nochmal zu beachten ist, ist, dass die Mobilität sich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig verbessert hat. Es gibt natürlich auch weitere Restriktionen, die eine Konjunkturerholung erschweren, unter anderem in Australien. Wir haben gesehen, dass der US Economic Activity Tracker grundsätzlich wieder auf dem richtigen Pfad ist. Es geht weiter nach oben, aber auch hier sehen wir, das Vorkrisenniveau ist noch lange nicht erreicht. Und insbesondere in Australien, hier auf der Stelle sehen wir, dass da noch sehr viel Aufholbedarf besteht und es hier eben auch so eine Divergenz gab. Australien hat eben hier neue Maßnahmen ergriffen und das bremst natürlich eben die Konjunkturerholung und führt eben dazu, dass man eben hier gewisse Abweichungen sieht in den Daten. So, der Edelmetallmarkt ist natürlich auch nochmal interessant. Wir werfen mal einen Blick also auf Gold und Mais. Das sind so Märkte, die interessant waren und interessant sein könnten, auch nochmal für die nächsten Tage. Wir fangen mal an mit dem Goldmarkt. Wir haben gesehen, dass die jüngste Korrektur, dass die jüngste Korrektur im Vergleich zum letzten Bullenmarkt nichts Außergewöhnliches war. Also hier unten sieht man im Chart einmal den historischen Vergleich. Wir haben in Orange die Kursentwicklung während der Corona-Krise und das Ganze eben im Vergleich zu der Preisentwicklung, die wir während der Finanzkrise 2008 beobachten konnten oder ab Beginn der Finanzkrise. Und da sehen wir natürlich eine gewisse Korrelation und sehen eben, dass es eben auch noch sehr starke Anstiege im weiteren Verlauf gab. Also man sollte bedenken, dass gerade jetzt in dieser Situation, dass der aktuelle Bullenmarkt von deutlich höheren Kursniveaus gestartet ist. Und wir haben aber natürlich viele gute Gründe, um behaupten zu können, dass wir nochmal auch starke Anstiege sehen bei den Edelmetallen aufgrund der umfangreichen Maßnahmen der Zentralbanken. Und der Bullenmarkt könnte sich eben so lange, könnte eben so lange fortgesetzt werden, bis eben die Inflation sich letztendlich beschleunigt oder die Inflation eben deutlich anzieht. Auch die Inflation
Oder auch der Edelmetallmarkt bleibt natürlich nicht vor einer steigenden Inflation verschont. So, wenn wir mal nochmal drauf schauen, ob der Goldmarkt überkauft ist, wir sehen immer noch extrem hohe Niveaus und kürzlich haben wir auch darauf hingewiesen, dass Gold stark überkauft ist. Wir sehen die zwei Standardabweichungen vom Zweijahresdurchschnitt, die waren letztendlich der Hinweis hier in der Grafik. Und nach dem jüngsten Rückgang wurde Gold etwas weniger überkauft, aber die Abweichung ist, wie man jetzt eben hier sehen kann, immer noch sehr, sehr hoch. Und daher ist es eben so, dass man eine tiefe Korrektur in der Momentaufnahme nicht ausschließen kann. Das sollte aber den übergeordneten Trend erstmal nicht beenden. Und wir schauen auch hier nochmal auf den Chart, und zwar den 4-Stunden-Chart. Die Hoffnung ist, dass das, was wir letzte oder Ende der letzten Woche gesehen haben, ein Teil der Bodenbildung oder Teil des Bodenbildungsprozesses ist. Und wir sehen ja auch, dass wir ja letztendlich am Freitag nochmal so einen Ausbruch nach oben hatten. Und damit hat sich hier so eine neue Aufwärtstrendstruktur abgezeichnet aus höheren Hochs und höheren Tiefs, haben höher eröffnet heute, es ging deutlich nach unten, haben aber natürlich hier mit diesem kräftigen Anstieg letztendlich einen ersten Befreiungsschlag erlebt. Also diese 12.950-Dollar-Marke, die kennen wir eben hier schon seit einiger Zeit. Und da gibt es jetzt eben den neuen Ausbruchsversuch. So etwas hatten wir schon mal gesehen, und zwar hier. Da gab es mal eine stärkere Aufwärtskorrektur. Das hat nicht dafür gereicht, um den Trend übergeordnet wieder aufzunehmen. Es gab kleinere Versuche hier mit, ja, das hat resultiert in langen oberen Schatten, genauso wie hier beispielsweise in der letzten Woche. Und jetzt gibt es hier nochmal den neuen Anlauf. Das heißt, das ist möglicherweise der Startschuss für einen neuen Anstieg, zumindest solange wir eben auch die 1950-Dollar-Marke verteidigen können und eben auch weiterhin oberhalb des 100er EMAs notieren. Das ist so meine Orientierung. Das heißt, solange wir hier eben in diesem Bereich uns aufhalten, werden natürlich viele Anleger nach Long-Chancen suchen. Und das ist eben das Umfeld, was eben auch für steigende oder für Longs spricht. Das Ganze würde sich ändern, wenn wir eben hier nochmal drunter rutschen. Und da könnte der Markt eben nochmal ansetzen zu einem tieferen Rückgang. In der Momentaufnahme scheinen die Bullen also einen klaren Vorteil zu haben. Wir haben stark korrigiert, einen Teil der Verluste wieder ausgleichen können, und jetzt ist eben das Wahlszenario, dass wir eben hier irgendwo versuchen, natürlich den Kurs zu stabilisieren und nochmal anzugreifen, um dann die nächsten Kursziele abzuarbeiten. Und das wäre der Bereich um die 1980 Dollar, dann das Hoch hier bei 2010 Dollar, und etwas darüber haben wir eben auch noch eine wichtige Marke. Das heißt, spätestens hier könnten eben auch die Bären wieder aktiver werden. Und danach geht es dann auch schon wieder in Richtung Allzeithoch. Also, wie gesagt, Bullen kurzfristig haben einen Vorteil. Das kann sich aber eben auch sehr, sehr schnell ändern, wenn sich fundamental eben auch nochmal was ändert. So, abschließend kommen wir mal auf den Maismarkt zu sprechen. Und hier schauen wir uns auch nochmal den Chart und ein paar entscheidende Kriterien an. Also Mais, jetzt ist eben so die Zeit für oder wäre die Zeit für einen saisonalen Aufschwung, und man könnte eine deutliche Erholung der Preise feststellen. Immer noch die Hälfte der Kerze, die wir hier sehen, bei der letzten Kerze, stammt von dem Rollover-Prozess. Und jüngsten Daten deuten jetzt auf einen erheblichen Rückgang der Qualität der Nutzpflanzen hin, einen Rückgang unter den 5-Jahres-Durchschnitt. Und wir sehen hier unten, dass die Saisonalität auf einen Rebound von 5 bis 6 Wochen hindeutet. Und hier unten haben wir auch nochmal die CFTC-Daten. Und die zeigen, dass sich die Positionierung von extrem Tiefs erholt hat oder zu erholen scheint. Und was jetzt ein großer Risikofaktor
oder ein potenzieller Risikofaktor darstellen könnte. Das ist eben Trump, wenn er nämlich weiterhin oder vielleicht einen Streit mit China eingeht und sich hier die Fronten eben oder es eben zu weiteren Spannungen kommt. Das wäre für den Maismarkt, den Maispreis natürlich auch nochmal etwas, was man sehr, sehr stark berücksichtigen sollte. So, dann sind wir durch für heute. Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.